Es ist sehr schwer, mit einem Vater zusammenzuleben, der keine Ahnung von ökologischen Problemen hat. Was ist denn ökologisch? Er weiß nichts von Ökologie und nichts von Fortschritt. Alles, was er kennt, ist gute alte Zeit und Tradition. Ach, der liebliche Klang des Dudelsacks. Wie kann man als Drache in einer Höhle leben wollen, wenn man weiß, dass es den blauen Himmel blühende Wiesen und zwitschernde Vögel gibt? Für mich gibt es nur eines, das ist das Wasser. Das Feuer gehört der Vergangenheit an. Meine Zukunft heißt Wasser. Ach, du mein Vorbild! Mein Vater als junger Drache. Ich liebe dein Papa. Du dumme Bananenschale, du kannst von Glück sagen, dass ich dich nicht verbrenne. Wollen mal sehen, was in der Welt alles passiert ist. Großfeuer hat alten Palast vernichtet. Bestens, bestens. Was gibt's noch? Flugzeug erreicht 10 Mach und verglüht. Das ist Musik in meinen Ohren. Flieg! Du willst wohl auch gern verglühen, kleines Flugzeug. Das kannst du haben. Dummes kleines Flugzeug. Was hättest du gegen mich ausrichten wollen? Was hast du nun schon wieder angerichtet? Was hatte dir das arme kleine Flugzeug getan? Warum musst du alles verbrennen? Musst du denn immer wieder beweisen, dass du nichts anderes als verbrennen kannst? Hast du nichts zu tun, als der Welt zu zeigen, dass wir Drachen der finstersten Vorzeit angehören? Du solltest dich schämen. Unsere Parole lautet, wir müssen mit der Zeit gehen, wir müssen uns entwickeln, wir müssen dem sozialen Fortschritt dienen. Schluss mit dem Brandstiftungstrieb. Die Welt braucht kein Feuer, die Welt von heute braucht Blumen. Wie? Hör endlich mit dem Unsinn auf. Vergiss nie, du als mein Sohn bist der letzte Vertreter des edlen Geschlechts der Drachen. Du hast eine gewaltige Lebensaufgabe zu erfüllen. Verbrennen, alles anzünden, alles versengen, alles verkohlen. Kurz gesagt, wie in der Hölle alles verglühen. Ich werde kein feuriger Drache, ich werde ein Feuerwehrmann. Für immer werde ich das Feuer ersticken, das in mir brennt. Du Schafskopf. Ein Drache bist du und das wirst du immer sein. Nein, ich will kein Drache sein. Ich werde Feuerwehrmann. Oh. Ausgerechnet, ich muss einen so aus der Art geschlagenen Sohn haben. Geh nur, eines Tages wirst du wieder zurückkommen. Du wirst mich umarmen und wirst schluchzend sagen, mein alter Vater hat wie immer recht gehabt. Armer Papa, er ist bestimmt nicht schlecht, aber er ist ein Drache, nichts weiter als ein Drache. Ach was, ich will nicht mehr dran denken. Oh, das ist ja die Burg von Sir Cedric, meinem Wohltäter. Sehe ich. Dort weht ja eine Fahne. Sie zeigt das Zeichen meines Geschlechts. Die Fahne mit dem Bildnis des MacDragoon flattert fröhlich im Winde. Sei gegrüßt, Vorfahre. Sei mir gegrüßt, Zeichen der Freundschaft und des Friedens. Hier ist eine andere Welt. In dieser Luft lässt es sich atmen. Ah! Lass das gefälligst sein. Mir soll es gleich sein, wenn du ein Drachenkind bist, das weiter nichts als Flammen speien und Brand stiften kann. Aber ich gehe vor Wut in die Luft, wenn du die Frechheit hast, mein Haus anzuzünden. Entschuldigen Sie, ich bin wirklich ganz untröstlich.
Was hilft es mir, wenn du untröstlich bist? Ich bin nicht gegen Feuer versichert. Willst du mir vielleicht sagen, wer mir diesen Brandschaden ersetzen wird? Es tut mir aufrichtig leid. Und ich kann nicht mal mehr in die Luft gehen. Guten Tag, mein kleiner Freund. Ach, guten Tag, Sir Cedric. Meine Verehrung, Lady Rowena. Hallo, Stuffy. Ja, lieber Grisou, was können wir denn diesmal für dich tun? Ich bin hergekommen, um ein Handwerk zu erlernen, mit dem ich der Menschheit nützlich sein kann. Das finde ich sehr lobenswert von dir. Sicher weißt du auch schon, was du werden möchtest, nicht wahr? Ich möchte gern ein Feuerwehrmann werden. Eine ausgezeichnete Idee, mein Freund. Wie schade, dass die Feuerwehr in meiner Grafschaft schon über genügend Personal verfügt. Oh je, ich wäre es so schrecklich gern geworden. Du musst nicht traurig sein, mein Kleiner. Es gibt doch noch so viele schöne Berufe, die auch so nützlich sind wie die Feuerwehr, nicht wahr? Sicher fällt Ihnen etwas ein, was ich tun könnte. Mir ist sogar schon etwas eingefallen. Du bist im richtigen Augenblick gekommen. Wir sind nämlich im Begriff, mit Stuffy zum Tierarzt zu gehen. Unglücklicherweise hat unser Dienstpersonal heute seinen freien Tag. Würdest du wohl so freundlich sein, inzwischen auf die gräfliche Burg aufzupassen? Aber natürlich, Sir Cedric. Die Schwierigkeit ist nur, dass ich nicht genau weiß, was ein guter Burgaufseher zu tun hat. Stuffy wird es dir erklären. Ich werde ihn bitten, es dir zu sagen. Auf Wiedersehen. Das ist nicht schwer. Um eine Burg zu bewachen, musst du erst einmal das Folgende beachten. Du musst wissen, wer zu den Freunden und wer zu den Feinden deines Herrn gehört. Ich merke es am Geruch. Die Freunde deines Herrn begrüßt du mit einem fröhlichen Wedeln, die Feinde hingegen, die knurrst du fürchterlich an und beißt ihnen eventuell in die Waden. Und jetzt musst du mir zeigen, ob du überhaupt vorschriftsmäßig wedeln kannst. Und ob ich das kann? Nein, 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 nein. Du wedelst ja wie ein ungebildeter Kettenhund. Ein gräflicher Wachhund wedelt vor allen Dingen äußerst würdevoll und trotzdem mit einer gewissen Grazie. Etwa so. Ich bin begeistert. Ich gebe alles darum, könnte ich auch so ein gräflicher Wachhund wie Sie werden. Tja, wenn du dir große Mühe gibst und wenn du alle meine Ratschläge befolgst, kann unter Umständen ein gräflicher Wachhund aus dir werden. Jetzt muss ich mich aber verabschieden. Ich bin mit dem Tierarzt verabredet und es gehört sich nicht, ihn warten zu lassen. Ciao. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Hey, der Augenblick ist günstig. Die Herrschaft und das Personal haben die Burg verlassen. Ach du lieber Himmel, wer ist denn das? Tja, das scheint ein zweiter Wachhund zu sein. Diese Rasse ist mir bis heute noch nicht begegnet. Wer konnte das denn ahnen? Bis jetzt haben sie auf der Burg immer nur einen gräflichen Wachhund gehabt. Weißt du, der macht einen ziemlich harmlosen Eindruck. Also gehen wir an die Arbeit. Wer mag das wohl sein? Freunde des Grafen oder etwa Feinde? Bevor ich sie in die Waden beiße, versuche ich es erstmal mit Wedeln. Na, was sagst du? Der Hund wedelt. Ich habe dir ja gleich gesagt, dass er ganz harmlos ist. Wir werden ihn freundlich anlächeln und auch sonst lieb zu ihm sein. Sicher sind das Freunde von Sir Cedric und Lady Rowena. Das sehe ich auf den ersten Blick. Ich werde die beiden Gäste wie ein richtiger gräflicher Burghund begrüßen. Was die Abrichter, die Hunde heutzutage alles lehren, ganz große Klasse. Es würde mich nicht wundern, wenn sie ihn auch gelehrt hätten, uns den Tee zu reichen. Na, jetzt sagst du nichts mehr. Danke. Halt, warte. Das ist wirklich nicht der Augenblick, Tee zu trinken. Du packst jetzt das Schweißgerät aus. Du kannst sofort anfangen. Ich muss es nur noch anzünden. Diese Feuerzeuge sind ein fürchterlicher Mist. Immer wenn man sie braucht, funktionieren sie nicht. Gestatten Sie bitte? Das ist ja wohl nicht zu fassen, was gut dressierten Hunden nicht heute alles beigebracht wird. Das war sehr aufmerksam. Vorwärts, gehen wir an die Arbeit. Was diese Aristokraten für merkwürdige Hobbys haben. Entschuldigen Sie, Sir. Ist das ein Gesellschaftsspiel, wie man es nur in höchsten Kreisen kennt, oder was ist das? Selbstverständlich. Das heißt, wer findet den Schatz? Aha, von dem Gesellschaftsspiel habe ich schon gehört. Es soll ja sehr aufregend sein. Aufregend und sehr amüsant. Sei so freundlich und halte diesen Sack auf. Ich hoffe, dass es so recht ist, Sir. So, wir sind fertig. Und nun wollen wir dich länger stören, junger Freund. Und den Tee wollen Sie nicht? Den kalten Tee lass deine dämliche Herrschaft austrinken. Was hat der von Sir Cedric gesagt? Ausgeschlossen, das sind keine Freunde des Grafen. Das sind sicher Feinde. Feinde soll ich anbellen und soll sie kräftig in die Waden beißen. Wow, 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 wow. Sei doch so freundlich. Erinnere mich daran, Colonel McRocket zu sagen, er möchte die Gefechtsübungen mit den Boden-Boden-Raketen woanders stattfinden lassen. Natürlich. Dieser durchdringende Kerosingeruch ist wirklich eine Zumutung, nicht wahr? Erlauben Sie mir, Lady, das ist kein Kerosingeruch. Es stinkt fürchterlich nach Tunichtguten. Vielleicht kann uns der kleine Drache sagen, was dieser Gestank zu bedeuten hat. Entschuldigen Sie, ich habe, wie Sie es gesagt hatten, bellen wollen, aber es ist mir nicht gelungen.
Hier, das erklärt wohl alles, was vorgefallen ist. Während unserer Abwesenheit hat man einen Einbruch versucht und unser kleiner Freund, der Drache, hat das verhindert. Ich habe schon immer geahnt, dass wir bei diesen entsetzlichen Raketenübungen mit dem Schlimmsten rechnen müssen. Du hast das gräfliche Vermögen gerettet und dafür danke ich dir. Ich war sicher, dass du ein guter gräflicher Wachhund werden würdest. Na, Kleiner, du sagst ja gar nichts. Das Lob braucht dich doch nicht zu genieren. Was ist? Freu dich doch, du hast allen Grund dazu. Das ist wahr. Nein, 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 nein! Oh! Oh je, Verzeihung, das ist mir so rausgefahren. Das ist nicht zu verzeihen. Wie kann man nur so unbeherrscht sein? Ich muss schon sagen, dein Benehmen ist katastrophal. Ein völlig unqualifiziertes Drachenbenehmen. Oh! Du hast mich unsagbar enttäuscht, junger Drache. Entschuldigen Sie aber, was soll ich dagegen tun, wenn ich so viel Feuer in mir habe? Kehre wieder in euer Tal zurück, Risu. Wir sehen uns wieder, wenn wir uns beruhigt haben. Auf Wiedersehen, Sir Cedric. 10.000 Pfund Sterling sind von einem kleinen Drachen in Brand gesetzt worden. Ist das wahr, du mein geliebter Sohn? Lass dich von mir umarmen. Verzeih, Papa, ich kann nichts dafür. Du bist wirklich der Sohn deines Vaters. Alle sollen erfahren, was du geleistet hast, mein Sohn. Alle Welt. Papa, schweig, ich kann es nicht hören. Schweigen? Auf der ganzen Welt soll man von deiner Heldentat erfahren. Entschuldige, Papa, aber ich werde Feuerwehrmann. Ein Feuerwehrmann werde ich. Ein Feuerwehrmann werde ich. Das ist leichter gesagt als getan. Aber wer wagt, der gewinnt. Auch wenn er nur ein kleiner Drache ist. Eines Tages werde ich zu meinem Vater zurückkommen und werde sagen, guten Tag, lieber Drachenvater, jetzt bin ich ein Feuerwehrmann. Ach was, man darf nur nicht die Geduld verlieren. Diesmal muss ich es schaffen, diesmal muss ich ein Feuerwehrmann werden. Die Hauptsache ist, dass mir nicht wieder ein Feuerstrahl entfährt. Das solltest du dir gründlich überlegen. Ich verstehe nicht, wieso du unser wohltuendes Feuer so sehr verachtest. Ich finde es in vieler Hinsicht vorteilhaft. Aber das habe ich ja noch nie bestritten, Papa. Es richtet nur viel mehr Schaden an, als es nutzt. Wohltuend ist des Feuers Macht. Das hat ein berühmter Dichter richtig erkannt. Außerdem ist es ein wichtiges Element. Übrigens, unser Feuer ist kein gewöhnliches Feuer. Nicht mal ein Felsen kann ihm widerstehen. Ja, weißt du... Kein Wasser ist gewaltiger. Das mag schon alles sein. Kein Feuer gleicht unserem Feuer. Papa, Papa, auch wenn unser Feuer noch so wohltuend ist, wenn es noch so gute Eigenschaften hat, es bringt uns dem Fortschritt nicht näher. Die Feuerwehr hingegen, die ist ja... Der wahre Fortschritt, etwa weil sie unser Feuer vernichtet? Ach, Grisou, geh doch, wohin du willst. Auf Wiedersehen, Papa. Eines Tages werde ich doch Feuerwehrmann werden. Dann schicke ich dir von mir ein schönes Foto in Uniform. Also lass es dir recht gut gehen. Wiedersehen. Bitte pass immer auf dich auf. Wiedersehen. Ach, mein lieber kleiner Grisou. Er ist ein herzensguter, netter Junge. Aber er ist so eigensinnig, so entsetzlich eigensinnig. Der liebe Papa. Er ist ein herzensguter Vater. Aber er ist ein Drache und er wird immer ein Drache bleiben. Es hilft nichts, Grisou. Du wirst dich ihm damit abfinden müssen. Ach du meine Güte, vermeidest bitte auch nur ein Wort zu sagen, weil ich nicht wieder mein Federkleid verlieren möchte. Ich habe keine Lust, immer splitternackt herumzulaufen. Sie brauchen sich nicht aufzuregen. Ich habe mir fest vorgenommen, diesmal gut aufzupassen, damit mir das Feuer nicht wieder entsteht. Hey, das hast du absichtlich getan, das weiß ich ganz genau. Nein, das habe ich nicht. Mir ist das Feuer aus Versehen rausgerutscht. Halte den Mund und verschwinde. Ich schwöre Ihnen, es war nicht meine Absicht. Das ist ein armes Märchen, das kannst du vielleicht deiner Großmutter erzählen, aber nicht mir. Schau, dass du wegkommst, kleiner Drache. Dir macht es anscheinend Spaß, alles zu zerstören. Ich, Dummkopf, falle immer wieder auf deine schönen Worte rein. Was für ein Unglück. Was für ein Unglück. Warum muss mir das immer wieder passieren? Ich muss es lernen. Ich muss lernen, viel besser auf das Feuer aufzupassen. Lieber Cedric, da kommt unser junger Freund Grisou. Ach, jetzt geht die Fragerei schon wieder los.
Wollen wir wetten? Er fragt mich sofort, ob ich ihn bei der Feuerwehr unserer Grafschaft unterbringen kann. Ich würde nicht wetten. So kleine Jungs wollen jeden Tag etwas anderes werden. Grisou sicher auch. Guten Tag, Grisou. Was hast du heute auf dem Herzen? Meine Verehrung, Lady Rowena. Guten Tag, Sir Cedric. Verzeihen Sie, ich komme mit einer Bitte zu Ihnen. Ich möchte gerne Feuerwehrmann werden. Was habe ich gesagt, meine Teure? Ja, das ist gut. Bravo, Grisou. Ich darf es dieses Mal wirklich werden? Nein, unsere Feuerwehr kann im Augenblick keinen Nachwuchs brauchen. Ach, warum will es nie klappen? Es ist wirklich zum Weinen. Weine nicht, Grisou. Es gibt so viele schöne Berufe auf der Welt. Du wirst sicher einen finden, der dir gefällt. Es gibt zum Beispiel die Eisenbahn. Ist das nicht eine Idee? Hier, das wäre doch bestimmt etwas für dich. Einige junge Heizer werden dringend gebraucht. Das ist sicher sehr interessant, aber ich wäre viel, viel lieber Feuerwehrmann geworden. Ich verstehe dich nicht. Auch Eisenbahner ist ein sehr nützlicher Beruf und sie haben viel Verantwortung. Das andere hat ja noch Zeit, Grisou. Ich werde dir ein freundliches Empfehlungsschreiben an Colonel McTicket von den Vereinigten Eisenbahnen mitgeben. Daraufhin wird er dich sicher einstellen. Ich habe dir Tinte und Federhalter gebracht. Ich bin Ihnen ja so dankbar, Sir Cedric. Sie werden sehen, ich werde Ihnen keine Schande machen. Keine vorschnellen Versprechungen. Wir wollen die Hoffnung trotzdem nicht aufgeben. Liebes Tagebuch, jetzt bin ich schon eine Woche in der Schule für zukünftige Eisenbahner. Ich verdanke es dem freundlichen Empfehlungsschreiben von Sir Cedric, dass ich hier aufgenommen worden bin. Es war eine harte Woche, aber ich habe alles geschafft. Nun ist schon ein Monat vergangen. Ich kenne alle Signale und weiß auch, mit ihnen umzugehen. Heute, liebes Tagebuch, will ich dir eine besondere Freude machen. Ich erzähle dir, wie ich beim Pfeifkursus die höchste Punktzahl erhielt. Was für ein herrlicher Tag. Das Akademische Eisenbahnkorps hat mir die Würde eines Heizers der Vereinigten Eisenbahnen verliehen. Ach, hätte doch mein lieber Papa dabei sein können. Liebes Tagebuch, heute ist der dritte Monat vorüber. Ich bin Zugführer geworden. Man hat mir einen Güterzug auf einer Nebenstrecke anvertraut. Ich darf voller Stolz sagen, dass ich bisher alles mit Fleiß und größter Pünktlichkeit geschafft habe. Die verflixte Pünktlichkeit dieses übereifrigen Zugführers. Heute werde ich an die Direktion schreiben, sie sollen dieses Musterexemplar Personenzüge fahren lassen. Dann bin ich ihn hier los. Wenn der mit der dämlichen Pfeiferer nicht aufhört, kriege ich noch einen Nervenzusammenbruch. Lokführer Grisou, heute haben Sie die Chance, sich besonders hervorzutun. Wir werden mit dem Schnellzug nach Halibut Castle fahren, um dort den Premierminister des Staates Boldronia abzuholen. Ich muss Sie bitten, den Fahrplan möglichst genau einzuhalten. Der Name der gräflichen Eisenbahn steht auf dem Spiel. Keine Sorge, Herr Zugführer, ich bin pünktlich. Sie werden sehen, ich schaffe es. Uns noch helfen. Wie kriege ich nur diesen Felsbrocken weg? Kein Feuer ist wie das unsere. Nicht mal ein Felsen kann ihm widerstehen. Oh nein, nein! Ich will kein Feuer speien. Ich werde es auch so schaffen. Schneller fahren, damit wir die verlorene Zeit wieder einholen. Herr Zugführer, habe ich es geschafft? Ja, Sie haben die Zeit eingeholt. Bravo! Ich habe es wirklich geschafft, ohne einen Drachentrick anzuwenden. Oh,
Oh Gott, die Strecke ist überflutet. Halt! Wie kriege ich nur das Wasser weg? Ich kann ja nicht schwimmen. Hoffentlich weiß der Zugführer, sich zu helfen. Grisou, Grisou, kein Wasser ist gewaltiger als unser Feuer. Nein, es muss auch so gehen, ohne Feuer. Grisou, warum denn? Sei endlich vernünftig. Meine Kollegen haben kein Feuer. Ihnen will ich nichts voraushaben. Für mich ist das eine Frage der Redlichkeit. Oder eine Frage der Dummheit. Na, was ist? Ich will's wagen, ich fahre vorsichtig. Es gibt für uns keine andere Möglichkeit. Warum bin ich nicht lieber Förster geworden? Das hat uns gerade noch gefehlt. Ein Gewitter hätte es jetzt nicht geben dürfen. Kein Feuer ist für unseres. Nein, nein und zum dritten Mal nein. Das schaffe ich auch ohne Feuer. In den vielen Dienstjahren habe ich noch keinen so tüchtigen Lokomotivführer gesehen wie diesen jungen Mann hier. Herr Zugführer, wie viel Verspätung haben wir denn jetzt? Noch und noch. Halten Sie beim nächsten Streckenhaus. Warum denn? Ich muss unseren Vorgesetzten die traurige Mitteilung machen, dass wir nicht rechtzeitig ankommen. Nein, Herr Zugführer, nein. Ich bin ganz sicher, dass wir es noch schaffen werden. Wir haben ja das Überschwemmungsgebiet bald hinter uns. Wir können es nicht schaffen. Ich muss es melden. Nein, bei meinem Drachenblut. Ich schwöre, ich werde es schaffen. Aber wie schaffe ich es? Wir brauchen mehr Feuer unter dem Kessel. Nur so lässt sich die Geschwindigkeit erhöhen. Eine sehr gute Idee. Grisou, was habe ich dir schon oft gesagt? Es gibt kein Feuer, das dem Feuer eines Drachen gleicht. Ich verstehe nicht, warum du dich mit der Schaufelei so plagst. Spei etwas Feuer in den Kessel und schon hast du es geschafft. Ich habe das Feuer in meiner Brust gelöscht. Für immer. Amen. Ich verstehe nicht, warum der Zug immer noch nicht eingetroffen ist. Hat er Verspätung? Nein, Exzellenz. Bei uns ist noch kein Zug zu spät gekommen. Das kann ich nur bestätigen. Die Züge unserer Grafschaft erfreuen sich wegen ihrer Pünktlichkeit größter Beliebtheit. Wenn mich nicht alles täuscht, höre ich in der Ferne das heftige Schnaufen einer Lokomotive. Bravo, Grisou. Wir kommen auf die Minute pünktlich an. Das ist Halibut Castle. Na, was habe ich Ihnen gesagt, Exzellenz? Der Zug ist auf die Minute genau angekommen. Mein Kompliment. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Hurra! Ich habe eine Idee. Ich werde Sie für eine Belobigung vorschlagen. Exzellenz, was halten Sie von einer Anerkennung für den Lokomotivführer? Kein schlechter Einfall. Ich habe mir sagen lassen, dass die Einwohner dieses Landes für Orden und Ehrenzeichen sehr empfänglich sind. Ein Händedruck genügt vielleicht auch. Aha, ich verstehe. Ich gratuliere, mein Lieber. Sie haben sich mit Ihrer Pünktlichkeit meine allerhöchste Anerkennung verdient. Im Namen meiner Regierung ernenne ich Sie hiermit zum Ritter des Ordens der heiligen Katapuzia und des seligen Trombiglione. Oh, was für eine Auszeichnung. Und dann? Als meine höchstpersönliche Anerkennung dekoriere ich Sie für Ihre Verdienste um die Eisenbahn mit dem geflügelten Orden erster Klasse. Außerdem erhalten Sie die vergoldete Medaille des Grocchio-Ordens. Schluss jetzt! So pünktlich kann niemand sein. So, wie Sie wollen. Und außerdem meinen herzlichen Glückwunsch. Es lebe der Minister und es lebe sein teures Vaterland Voltronia! Nun, Grisou, willst du dich nicht für die Orden bedanken? Ja, ich danke, ich... Der gute Junge ist zutiefst gerührt. Kräftig durchatmen, dann wirst du schon ruhiger. Verehrter Herr Premierminister, ich danke. Ein Attentat, Hilfe! Du meine Güte, was habe ich wieder angestellt? Hochverehrter Herr Minister, es tut uns aufrichtig leid. Hiermit gebe ich bekannt. Durch dieses Attentat sehen wir uns veranlasst, die diplomatischen Beziehungen zwischen unseren Ländern abzubrechen. Der zwischen uns geschlossene Nicht-Angriffspakt ist annulliert. Der Vorschlag eines Handelsabkommens wird von uns zurückgewiesen. Der Austausch technischer Erfahrungen wird auf der Stelle beendet. Die Allianz zwischen uns wird aufgehoben. Das landwirtschaftliche Abkommen ist gekündigt worden. Alle finanziellen Vereinbarungen sind null und nichtig. Auch alle zukünftigen Beziehungen gelten als unüberbrückbar. Haha, es lässt sich nicht bestreiten. Die Möglichkeiten des Drachenfeuers sind so gut wie unbegrenzt. Wie ich aus der Zeitung ersehe, ist es dir gelungen, mit einem Feuerstoß internationale Beziehungen zu zerstören. Da soll noch einer sagen, dass das Drachenfeuer nicht mehr zeitgemäß ist. Papa, hör doch endlich auf! Ja, Grisou, du hast keinen Grund, traurig zu sein. Lass den Kopf nicht hängen, Jungchen. Wieder einmal hast du dein Bestes gegeben. Es ist durchaus nichts dagegen einzuwenden. Die Natur will ihr Recht. Du hast ganz instinktiv gehandelt. Sind wir Drachen oder sind wir keine Drachen? Das ist es ja, was mich so traurig macht. Ja, mein Sohn, das Leben ist nun mal kein Honigschlecken. Und darum, Papa, will ich ja Feuerwehrmann werden. Fängt er schon wieder damit an? Ich werde ein Feuerwehrmann. Feuerwehrmann!